2,8 Wochen lang. Konnte Matty nicht die Finger von mir lassen. Er war auf Touren gekommen. Und wenn man davon absieht, dass meine etwas delikateren Teile unter seiner enormen Drehzahl zu leiden drohten, war ich im siebten Himmel. Ich lebte diese magischen Highschool-Momente, die ich bis jetzt nur aus Filmen kannte. Und wie die meisten Hauptdarstellerinnen wollte ich mehr. Nicht mehr vögeln. Natürlich war ich jetzt nicht auf dem Weg in eine Sexabhängigkeit. Ich wollte einfach Nähe. Wie das, was ich mit Brian Palermo hatte, mit dem ich als Kind Doktorspielchen gespielt habe. Ich hab einen Krampf. Entschuldige. 7 Jahre später war es alles andere als ein Spiel. Mit einem Typen, über den ich so gut wie nichts wusste. Oh, können wir ein bisschen rücken? Mein Kopf steckt im Ofen. Meine fahrlässige Selbstmordanspielung hätte die Stimmung abwürgen können. Aber zum Glück war Matty beschäftigt. Oh Gott. Oh, soll ich warten? Es war an der Zeit, Matty kennenzulernen. Oh. Und ich hatte ungefähr 10 Sekunden. Wo würdest du auf der Welt am liebsten leben wollen? Keine Ahnung. Wann war dein erstes Mal? Mit 15. Okay, also als zum Tode Verurteilter. Was wäre deine Henkersmahlzeit? Oh, Teppanyaki. Stehst du deiner Mom nahe? Keine Fragen mehr. Okay. Mama! Wow. Okay. Oh, hey. Diese Kerlchen habe ich früher gesammelt. Wir hatten offenbar eine Menge gemeinsam. Kannst du behalten? Nachdem wir unsere Beziehung über Sex und die Liebe für Kampfsporttrainierte auf Sabotage spezialisierte Schildkröten gefestigt hatten, fragte ich mich, machte das aus Matty und mir nun ein Wir? Und packten wir die Sache vielleicht falsch herum an? Zuerst der Sex, dann die Beziehung? Oder waren wir einfach interessanter? Haben wir Pläne? Nein, hast du irgendwelche Pläne für dieses Wochenende? Ich gehe am Freitag zu Lissas Party. Oh. Ich hätte beim Wir bleiben sollen. Ihr wisst schon, die Macht der Suggestion. Kannst auch kommen. Na schön, wir waren wohl nicht der Typ, der sich mit einem Kuss verabschiedete. Oder vielleicht doch. Wenn du heute noch nichts vorhast, Ricky Schwartz hat gemeint, du sollst kommen. Wir spielen Strip-Jenga. Matty hat mich auf eine Party eingeladen. Ich glaub, mich tritt eine schwangere Kuh. Mattys Worte waren, kannst auch kommen. Zählt das als Einladung? Er packt sein Pink Cadillac in deine Einfahrt. Und ob das zählt? Er geht mit dir in die Öffentlichkeit. Er outet euch als Paar. Tamara dachte, Matty und ich wären ein Wir. Das ist also ein Date. Dates sind altes Testament. Du gehst einfach zu der Party und zwar mit mir. Ach, schade, aber die Gastgeberin ist die Königin der Jungfrauen. Werdet Mitglied im Enthaltsamkeitsclub, bevor es zu spät ist. KHS. Das bedeutet, könnte heikel sein. Enthaltsamkeit ist keine leichte Sache und du sollst es auch nicht sein. Du kommst nicht in ihren Club, aber du kannst zu der Party. Ich weiß noch nicht genau. Unsere Beziehung unterm Radar durchzumogeln scheint für uns gut zu funktionieren. Stopp! Die Hände weg! Das hier ist mein Schamviereck! Sie spielt wohl für Team Jungfrau. Dafür gibt sie mir so viele Happy-End-Massagen, ich habe schon keine Haut mehr da unten. Liegt wohl an Gott. Weißt du, was richtig doof ist? Heute sind wir 3 Monate zusammen und sie wird bestimmt wieder nur Hand anlegen wollen. Lissa muss ihn sicher erst suchen. Aha. Wenn dein kleiner Freund Angst vor ihr bekommt. Wir müssen zu Lissa gehen. Das ist meine Mega-Chance auf 9, wenn ich Glück habe. 10 Upgrades auf der sozialen Skala. Das ist bestimmt eine große Party. Niemand wird merken, dass wir da sind. Irrelevant. Gesellschaftliche Popularität steht in direkter Verbindung zur Anzahl von Fotos mit Partybechern, die man online hat. Per Photoshop auf die A-Liste hat leider so gar nicht funktioniert. Um Ganja-Qualm zu simulieren, habe ich den Mülleimer angezündet. Da sind meine Haare in Brand geraten. Ich hatte aber meine Jessica Simpson-Zöpfe, die habe ich einfach abgerissen. S-T-O-P. Nimm dein Ding und geh woanders hin. Wo ist denn dein Keuschheitsring? Hängt er dir vom Nippel? Ich benutze nur das mir von Gott gegebene Talent. Hoffentlich hat er dir auch Partyplaner-Talent gegeben, weil ich mich bestimmt nicht in Zusammenhang mit einer lahmen Abhänge bringen lasse. Ganz besonders nicht, wenn heute die Nacht ist, in der Matty und ich zusammenkommen. Meine Party wird dir den Teppich unter den Füßen wegziehen. Außerdem ist es perfektes Timing, weil ich und mein Jake heute 3 Monate zusammen sind. Du weißt, was das bedeutet? Es ist unser Papierjahrestag. Wohl eher euer Latex-Jahrestag. Das ist die Deadline für Sex. Wenn du es jetzt nicht machst, wird er dir abhauen. Oh, und zieh den Stecker aus dem Whirlpool. Ich werde Matty auf keinen Fall in diesem verschimmelten Tümpel vernaschen.
Gehen wir auf die Party. Ich hatte ernsthaftes Nervenflattern. Mein Outfit sagte ja, aber mein Bauchgefühl sagte, bleib bloß zu Hause. Vielleicht sollte ich Matti den nötigen Freiraum geben, um mich zu vermissen. Ich habe beschlossen, dass wir nicht gehen. Wenn wir nicht gehen, gewinnen die Terroristen. Und mit Terroristen meine ich Sadie. Das hättest du mir doch mal zeigen müssen. Der Brief ist garantiert von ihr. Die macht sich doch nicht die Mühe. Erstens, sie hasst dich. Zweitens, hat sie deine Billabongs an die ganze Schule gesext. Und drittens, sie hat was für Matti übrig und vermutet wahrscheinlich, dass du es auch hast. Sie darf keine Angst bemerken. Du musst ihr zeigen, dass du total cool bist. Oder ich gehe nicht hin und zeige gar nichts. Wäsche! Ist das etwa Eyeliner? Was geht hier vor? Sie ist auf eine coole Party eingeladen, aber sie will nicht hingehen. Oh, du gehst hin. Und ich weiß schon genau, was du anziehen wirst. Und zwar nichts aus deinem Schrank. Bin gleich wieder da. Wenn du Matti eingeladen hättest und er würde nicht kommen, was würdest du empfinden? Ich wäre deprimiert. Typen haben auch Gefühle. Die sind sensibel. Ganz besonders Typen, die beschnitten sind. Trägt Matti Junior ein Helmchen? Woher sollte ich das wissen? Das wüsstest du. Nein. Okay, also, ich will nicht, dass es Matti schlecht geht. Soll ich ihn bitten, dass wir zusammen hingehen oder macht mich das zu einer Pussy? Nein, du und Matti habt was laufen. Ich wusste nicht, was genau für ein was. Aber ich hoffte, die Party würde das klären. Nein. Okay, wir treffen uns da. Daumen hoch inhaltlich, aber ich finde die Zeichensetzung nicht ideal. Ja, ich dachte erst Ausrufezeichen, aber das ist zu aufgeregt. Und jetzt finde ich die drei Punkte zu nuttig. Stimmt, Auslassungspunkte sind die Huren der Interpunktion. Gedankenstrich. Nein! Doch. Ich kann mich eigentlich an nicht mehr viel von dem Abend erinnern, aber wie gesagt, es war meine allererste Party und ich war sowas von betrunken. Und ich war allein mit, sagen wir, 7 Jungs. Und die waren auch mega betrunken. Okay, wenn du jetzt in Nostalgie über deine erste Orgie versinken willst, das will ich absolut nicht wissen. Überraschenderweise, nein. Aber ich weiß bis heute nicht, wo mein Höschen geblieben ist. Okay, er hat nicht zurückgeschrieben. Woher weiß ich, ob er drin ist oder ob ich draußen warten soll? Wer ist mit er gemeint? Matti McKibben. Sag bloß! Matti ist dein Freund? Offenbar war das die brennende Frage, die wir alle hatten. Wenn ich sie nur beantworten könnte. Können wir noch mal um den Block fahren? Jetzt wird nichts verzögert. Bier für die Kinder. Der finnische Wodka ist für Lissas Mom. Das ist eine Wahnsinnssaufnase und hat zweifellos jeden Schluck Alk im Haus ausgetrunken. So, Mädels. Wie lautet die goldene Regel? Wein auf Bier, das lob ich mir. Bier auf Wein, das lass sein. Yay! Habt einen schönen Abend. Aber versprich mir, wenn es irgendwie komisch wird, gehen wir, okay? Wie du schon sagtest, da bemerkt uns doch keiner. Das ist bestimmt so ein Riesen-Event, auf dem die halbe Schule rumturnt. Hast du sicher recht. Hi. Oder es ist ein ertrauter kleiner Kreis. Heike. Der finnische Wodka ist für deine Mom. Und das Bier, das ist für uns. Meine Mom wird sich so freuen. In ihrem Badezimmer-Mini-Kühlschrank ist absolut nichts mehr drin. Okay, ich muss kotzen. Wer hat dich eingeladen? Das war ich. Matti und ich waren tatsächlich ein Wir. Versteckt alle scharfen Gegenstände. Sag Sadie! Geh mir bloß aus dem Weg, du Möchtegern! Lissa, ich sagte doch noch, du sollst diesen blöden Köter wegsperren! Sprinkles, bitte sei still! Da waren wir also, in der Öffentlichkeit, so dass uns die ganze kleine Gruppe sehen konnte. Wie würde er mich wohl vorstellen? Hey! Als seine Freundin, sein Date, seine Geliebte? Oh, da drüben gibt's was zu trinken. Das ist Jenna. Wäre auch okay gewesen. Ihr kennt bestimmt die anderen. Hey, McKibben! Ich kenne praktisch niemanden. Was machen wir jetzt? Wir passen uns an. Hier gibt es nichts zum Anpassen. Matti hat dich immerhin eingeladen. Jetzt bist du dran, was draus zu machen. Aber zuerst... Schau verstrahlt in die Kamera! Zigarettenstummel! Wie geht's denn so? Gut. Ja, gut. Ziemlich gut. Eigentlich eher merkwürdig. Extrem merkwürdig. Ja. Hör zu, ich hab nicht gewusst, dass das so eine Privatparty ist. Dachte ich mir. Ja.
Oh, darf ich dich was fragen? Wo liegt der Vorteil von einer intimeren Party gegenüber einer Riesenparty? Naja, niemand wird die Bullen rufen und das Haus bleibt stehen. Und es gibt sehr viel mehr Alkohol für jeden, also... Es ist wirklich schön zu sehen, dass du ausgehst, Jenna. Ist das deine erste Party, nachdem du den Unfall hattest? Immer schön smexy! Das heißt smart und sexy. Wenn Boulevard-Zeitungsexperten jetzt unsere Körpersprache analysieren würden, würden sie sicher sagen, dass wir ist bald Vergangenheit. Matty, ich brauche deine Hilfe mit dem Bierfass. Ja, bis nachher. Hey, sind das dunkle Strähnchen? Und helle Strähnchen. Und ich habe mich lasern lassen am ganzen Körper. Hat das wehgetan? Ich habe nichts gespürt. Aber ich hatte ja auch Benzos-Intus. Oh mein Gott, ist das nicht gefährlich? Das waren Kraftfahrer-Benzos. Hoch die Tassen, Ladies! Nebenbei, ich bin Tamara. Uncool sagt man Tamara, aber ich nenne mich Tamara. Also, wenn's nachher wirklich abgeht, reimt sich mein Name mit Gomorra. Wow, ich habe noch nie gesehen, dass ein Mädchen auf so einer Party wirklich was ist. Du hast so viel Spaß wie ich, so wie du aussiehst. Ich bin leicht gestresst. Heute ist mein Jahrestag. Das ist doch verständlich, ein Jahr ist lang. Es sind aber nur 3 Monate. Was? Liz, wir sind nicht allein. Ich sehe niemanden. Okay. Wo bist du gewesen? Ich war auf der Toilette. Oh, also das musst du dir ansehen. Lissas Dad hat einen Zitteraal gekauft. Und wenn du ans Aquarium klopfst, wird er sauer und gibt den anderen Fischen eine volle Ladung Elektroschocks. Sadie, darüber unterhalten wir uns nachher, okay? Schön. Ich will kein Wort aus deinem Mund hören. Erst wirst du diese Nuttenschlampe von deiner Party entfernen. Wieso? Hat Matty dich etwa stehen lassen? Nein, ich habe ihm gesagt, er soll mir ein Bier holen. Was ist dein Problem, Saufkuh? Du hattest recht wegen Jake. Er entfernt sich von mir. Ich muss Maßnahmen ergreifen. Aber richtiger Sex geht nicht. Also, was kann ich tun, ohne mein Gelübde zu verraten? Nun ja, es gibt ein Schlupfloch. Ehrlich? Gott hat einen blinden Fleck. Hi. Hi. Also, ich hab nachgedacht, du... Weißt du noch, neulich bei dir zu Hause haben wir... Bro! Na, was ist los, Mann? Hey, cool. Da standen wir nun und unterhielten uns nicht. Ich wollte so sehr, dass er etwas sagte. Egal was. Auch wenn ich auf Stummschaltung war. Vor 24 Stunden hatte mir Matty noch mit seinem Bratenthermometer gründlich die Temperatur gemessen. Und jetzt fragt er nicht mal, wie viel Schaum ich will. Ich glaube, das reicht. Vielleicht war er einfach nur schüchtern. Ich war ja noch nie mit ihm unter Leuten gewesen. Vielleicht war es eine Sozialphobie. Wer hat Lust auf eine Runde Whirlpool-Action? Tja, mit meiner Schüchtern-Theorie lag ich dann wohl daneben. Hab ich nicht gesagt, kein Whirlpool? Ich brauchte eine Ausrede, um mich auszuziehen, damit ich Jack in mein Schlafzimmer locken kann. Keine Sorge, ich weiß schon, du in Bikinis. Ich hab hier ein Hemd von meinem Dad. Wo ist Jake? Klamotten runter, wir gehen rein, Biertante. Oh, ich glaube nicht. Ich konnte nicht aufs Konzert, da war die Scheidungsparty von meinen Eltern. Aber noch ein Getränk für mich und ich mach Musik in deiner Hose. Hallo? Es war ein echter Tiefpunkt. Ich hatte auf den gefakten Anruf zurückgegriffen. Oh, nichts, nur chillen auf dieser Party. Ich tolerierte einen Haufen Arschgesichter, nur um mit Matty zusammen zu sein, der mich kaum zur Kenntnis nahm. Das allumfassende Wir, das ich erhofft hatte, war wohl nicht das Wir, das er sich vorstellte. Oh nein, Karaoke klingt total super. Alles Gute zum Jahrestag. Hey, Elissa. Es sind jetzt 3 Monate. Mhm. Und ich möchte dich belohnen dafür, dass du so geduldig warst. Ich brauche keine Belohnung.
Oh. Ich kann dir zwar nicht genau das geben, was du willst, aber ich kann dir eins schenken. Mein Hinterblümchen. Jack, kannst du? Hilf mir mal. Jake. Eine Sekunde. Jenna, spielst du Videospiele? Okay, hör zu. Das war keine richtige Einladung. Du hast genug Fotos. Können wir bitte gehen? Zwei Schnallen klammern sich an Matty, aber er ignoriert sie total. Ich würde vermuten, weil er sich für dich frisch halten will. Wirklich? Tamara hatte recht. Matty zeigte keine Reaktion, obwohl Schlampe Nimmersatt nicht aufhörte, ihn anzupoppen. Ich wollte wirklich da rein. Und was hatte ich schon zu verlieren? Auch ich hatte noch ein paar Geheimnisse in petto. Ich wusste nicht, ob er sich extra anstrengte, um meine Frage zu beantworten. Aber er hätte es nicht eindeutiger machen können. Matty und ich waren überhaupt kein Wir. Es gab nur ein Ich. Und ich war am Boden zerstört. Was glotzt du denn da so, Freak? Mach ich gar nicht. Sind wohl so einige Leute bei Matty auf der Liste. Ich bin nicht in Stimmung für ein Schluchzfest. Also geh einfach nach Hause und spiel ein bisschen Blutgeige. Tut mir leid. Oh, willst du lieber ins Haus? Nein. Hm? Lass bitte gut sein. Okay, ich will nach Hause gehen. Nein, sie muss noch meine Extensions stützen. Ist das nicht der Hammer? Oh, ganz bald, okay? Glücklicher Zufall, dass ich gleich mal kotzen muss, weil dann muss ich keine Schuldgefühle wegen der Nachos haben. Oh, nicht so schnell. Auf, Carly. Hier muss jemand rückwärts essen. Aus dem Weg! Sprinkles, komm her, mein Jo... Hey, Mom. Es ist erst 8:45. Bitte sag mir nicht, dass ich dich schon abholen soll. Nein. Ich wollte eigentlich anrufen, weil die Party so abgefahren ist. Wir kommen wohl später. Hey, was machst du hier? Ich hab keine Ahnung. Und was machst du? Ich wollte gehen. Hey, soll ich dich heimfahren? Bitte. Will einer mit mir rumknutschen? Irgendjemand? Ich bin hier noch solo. Also Lissa weigert sich, mit dir ins Bett zu gehen. Aber das würde sie tun. Ja. Und gleich musst du dir in die Hose machen, weil sie gesagt hat, das wäre ihr Hinterblümchen. Oh mein Gott, das ist Gaga. Ich glaub's nicht, dass ich dir sowas erzähle. Ich auch nicht, aber ich bin froh, dass du's tust. Ach, wirklich? Wieso? Weil du mir vertraust. Mit dir redet sich's gut. Und ich habe gerade dasselbe gedacht. Wieso bist du von der Party abgehauen? Naja... Sie war scheiße. Ja, hast recht. Oh, ich hab den Teil von der Geschichte vergessen, wo ich einfach ausgerissen bin. Ich meine, bin ich deswegen ein Arsch? Du hast nur eine Arschophobie. Wo bist du denn, J-Town? Ich vermisse dich. Ich meine, ich will's ja tun, okay? Ich bin ein Typ. Nur unter anderen Umständen. Ich würde sie vielleicht lieber ein bisschen länger kennen. Ergibt das Sinn? Ich wusste ganz genau, was er meinte. Nicht, dass ich's von hinten wollte. Aber vielleicht hätten Matty und ich nichts tun sollen, bis wir uns besser kannten. Mann... Der Sender ist echt deprimierend. Mit Jake hatte ich kaum Zeit verbracht und doch wusste ich extrem intime Dinge über ihn. Merkwürdige Dinge, die ich nicht wirklich wissen wollte. Was du zu Hause erwartet? Ich hab noch ein paar Stündchen. Oh mein Gott, hier schwimmt Kacke im Wasser! Warte. Oh, hörst du, was die da singen? Dreh's auf! Oh.
Nächstes Mal bei Awkward. Ich mache nichts mehr mit Matty bis zu einem DSC. Was soll das bedeuten? Das steht für Dating-Status-Check. Sehen wir uns heute beim Freudenfeuer? Du hast versprochen, ohne Klarheit gibt's keine Action. Ich muss dich was fragen. Du musst es auf jeden Fall klarkriegen, bevor du ohne Sicherheitsnetz den Lachs fängst. Sind wir zusammen? Nein, nein, nein. Ich hab Hottie-Unterhosen an. Oh, das macht mich so an.